So, No Man's Skies, wir starten es. Hello Games. Ich hoffe, es passt alles so. Ich glaube, der Sound ist ein bisschen laut. Ich glaube, der Sound ist etwas laut. Machen wir ein bisschen leiser. Oder? Ja, Soundeffekte auch ein bisschen. So. So, Leute. No Man's Sky ist endlich geschafft. Ich gehe mal kurz hier rein. Ich habe schon etwas gespielt, muss ich ehrlich gestehen. Bei meiner Freundin, und zwar würde ich gerne Bonusinhalte einlösen. Horizon Omega Schiff. Vergleichen. Und annehmen. So, dann müssten wir ziemlich weit eigentlich wieder auf Minimum sein. Impulsantrieb kritisch beschädigt. Heradium Karitplatten. Und dann müsste man nämlich auch so große. Schande über dich. Groß und Ganzen, schau her, hier leer, leer, müssen wir trotzdem noch alles wieder auffüllen. Hier Plutonium, Karitplatten, Zink hätten wir gerade sogar. Und zwar Exo-Anzug. Würde ich gern mal. Objekt übertragen. Objekt übertragen, Objekt übertragen. Tun wir mal uns ausleeren. Vielleicht bis auf. So, dann schauen wir mal hier rein. Was können wir denn schon aufladen? Aufladen. Aufgeladen. Warpzellen. Oh. Schaut ja eigentlich bis jetzt alles ganz gut aus. Was kann ich da? Titan fehlt mir. Heridium. Schnellere Bergbaustrahlen, okay. Bergbaulaser wird verstärkt. Die Zerstörung des Terrans beschleunigt. Da ist ja. Schnellere Bergbauprozesse bei Ressourcenmaterialien. Der Nutzer verfügen über schnellere Elementabbau. Da würde ich ja eher Desta nehmen. Dann brauchen wir Titan, okay. Sonst haben wir noch nichts. Ne, so, so. So, hier, wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen sammeln. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt auch ein bisschen. So. Wir sind natürlich hier auf den einen der schönsten Planeten überhaupt gelandet. Eisenoxid. Ach, wir gehen runter. Um das Ding abzubauen. So. Das dauert schon wirklich lang mittlerweile. Mal kurz abkühlen lassen wieder, das Ding. Na komm schon. Geh kaputt. Boah, richtig fett. Richtig nice. Falls wir einen Augenbot finden. Ich habe einen Blitzwerfer ja schon. Damit würde ich auch Augenbots kaputt machen, muss ich ehrlich sagen. Ich wäre auf Kampf aus. Ich würde nicht da verpflichten. Mal kurz. Ah ja, jetzt haben wir es genau zur Überhitzung. Ich wollte gerade loslassen. Ich glaube, Eisen werden wir da nicht mehr so viel brauchen. Ich glaube, ich werden wir echt nicht mehr viel brauchen. Ah, zack. Würde ich mal hier. Wir machen mal einen Scan. Was bist du? Ich habe aber komische. Noch kein Augenbot gesehen. Da ist nichts drin. Noch kein Augenbot habe ich gesehen bis jetzt. Da wäre ein Fragezeichen in die Richtung. Gehen wir erstmal in die Höhle da rein. Hä? Alter, die Dinger sind ja mal cool. Eisen, Eisen, Eisen.
Die Schatz. Boah, haben wir viel Eisen. Zweimal Eisen. Das ist schon viel. Ist schon viel. Oh, hier, geil. Geil, 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 geil. Müsste es Plutonium sein. Ja, Plutonium. Viel Eisen wird hier drin sein, ha? Alles war draußen, ha? Ja. Kunden wir mal kurz die Höhle. Yep, das ist alles außen. Hauptsächlich Eisen eigentlich. Oh, Plutonium. Boom. Wo war das? Ich such's grad. Ich such grad scannen. Ach, hier. Man kann ja eigentlich alles scannen. Ich kann ich nicht scannen. Oder zumindest unglaublich viel kann man scannen hier. Analyse läuft. Oh nein. Bist du? Ah, guck mal. Als ob hier gleich irgendwas brodelt. Hast du was anderes? Nein, denke ich nicht, ja. Temperatur stabilisiert sich. Hier? Auf jeden Fall noch ein bisschen Plutonium. Was bist du? Nichts. Du? Nichts. Also hier das Plutonium auf jeden Fall gleich mitnehmen. Wupp. Wupp. Gold, cool, Gold. Ja. Yep. Alles mitnehmen hier. Wir laufen mal die Höhle noch ein bisschen weiter durch. Analyse läuft. Upp. Vielleicht kann ich das doch. Nein. Nein. Die Geräusche hier gefallen mir halt einfach überhaupt nicht. Kann ich euch eigentlich auch analysieren? Nein. Ups, es war ins Nichts geschossen. Kohlenstoff? Isotop? Was? Müsstest du ja eine Pflanze sein. Ach komm, nehmen wir mit. Ah! Überhitzt. Bam! Kohlenstoff nochmal ein bisschen. Ich weiß, das braucht man eigentlich nicht so. Plutonium auf jeden Fall. Nehme ich mit. Gibt es eigentlich irgendwas Böses in der Höhle? Jetzt schaut es ja alles eigentlich nicht mal so gefährlich aus.
Alter. Ah ne, du warst da oben drauf. Jetzt habe ich schon gedacht, du bist ein Riesenteil. Aber ich habe die Befürchtung, ich komme hier nicht mehr raus. Bist du wieder? Kennen wir dich schon? Ja, dich kennen wir schon. Dich haben wir schon. Okay. Ich laufe in die Richtung mal weiter. Boah. Na, so ab und zu leckt es ein bisschen. Aber ist eigentlich verkraftbar. So, schauen wir mal kurz. So, ich lade das mal schnell auf. Mit Kohlenstoff. Oh, Alter, wir haben schon viel. Wir haben schon viel. Ich lade dich auch mal kurz auf mit Kohlenstoff. Zack, ja, Technologie aufgeladen. Das ist doch schon mal nice. Schon wieder eine Höhle? Ich würde gerne mal zum Schiff. Und zwar diesmal oben rumlaufen. Oh, das. Ah, Schild hier auf Maximum. Platin. Geht's wieder in die Höhle. Da will ich aber nicht rein. Ah, gucken wir mal kurz. Eisenoxid. Ist mir auch egal. Wow. Sind wir hier, war hoch hinaus. Unser Schiff ist irgendwo da unten. Ah ja, unser Schiff ist irgendwo da unten. ICP-Auslastung 99%. Da ist ein Augenbord. Wollt ihr nicht weg? Inventar ist auf. Was? Oh, oh, die sind hinterm Berg. Voll. Okay. Ich würde gerne mal zum Schiff. Alter. Ich würde jetzt mal doch ein bisschen wenig flüchten. Nicht, dass da gleich noch ein paar stärkere Ank rankommen. Bisschen. Was bist denn du? Ich müsste doch eigentlich außerhalb der Reichweite sein von denen. Ja, genau. Außerhalb der Reichweite. Jetzt müsste ich es gleich beruhigen. Vergeben gelernt. Oh. Das würde ich jetzt eigentlich nicht. Wir laden gleich mal nach. Zack. Reisemeilensteiner laden. Das sind Wächterdrohnen, ja.
Augenbots. Ein Wächter zerstört? Wir haben doch gerade mehr zerstört. Neuling. Neuling. Ich würde jetzt aber gerne mal wieder wechseln. Und unser Schiff, wo ist denn das? Müsste irgendwo da unten sein. Würde ich den Stein, was ist denn der Stein da? Was ist das für ein Stein? Heredium. Oh, genau das braucht man. Kann ich von hier aus irgendwas... ins Schiff nicht, oder? Ja, okay. Machen wir es mal ganz einfach. Laden wir mal mit Kohlenstoff auf. Gehen wir aufs Werkzeug. Laden den mal mit Kohlenstoff auf. Und ist Kohlenstoff weg. Oh nein, ich wollte doch Bergbaustrahl. Was? So schnell? Doch, Platin, Heredium. Doch frei. Oh, hier Überhitzung. Darauf habe ich wieder nicht geachtet. Zack, zack, zack. Nehmen wir mal jeden Fitzel mit. Wieso stabilisiert er sich? Ich stehe doch mitten draußen. Ah, komm. Ja, auch noch. Bam. Oh ja, jetzt ist voll. Platin haben wir auch ein bisschen was. Titan hätten wir vorhin von den Wächterdrohnen gekriegt, aber da werden wir schon noch genug finden und fliegt ja auch schon wieder eine rum. Die können wir ja bestimmt ganz gut wegballern. Ich würde mal kurz... Was ist das Grüne hier? Gold, okay. In den Schatten einfach mal gehen. Ah, scheiße, geht nicht. Hm. Wir flitzen jetzt... Au. Flitzen jetzt einfach mal schnell zu unserem Schiff. Und schauen wir mal, ob wir die ersten Sachen dann schon reparieren können. Also wenn er nachladen muss, geht der CPU schon ganz schön hoch. Was haben wir denn da? Monitor Premier, ja, okay. Da war doch noch irgendwo eine Platinpflanze. Oh, hier wäre eine Höhle. Da müsste ich ziemlich runterfliegen. Oh! Hat geklappt. So ein bisschen mit der Steuerung muss ich mir noch ein wenig zurechtfinden, aber sonst klappt es ja schon ganz gut. Schnitzel. Nee, nicht Schnitzel. So. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein in unser Schiffchen. Boom! Und gucken uns mal alles ein bisschen an. Und zwar, ich muss hier Karitplatten herstellen. Achso. Herstellen. Karitplatte. Ja. Karitplatte. Jetzt kann ich Karitplatte, Heredium, 200 von 200. Zink auch herstellen. Jetzt kann ich... Habe ich Tamium? Ein bisschen Tamium habe ich. Fast gereicht. 100%. Da brauche ich Warpzellen. Oxidelemente, Gold. Das Deflektorschild. Was kann ich da noch hinstellen? Phasenstrahler. Schneller. Hm. Okay. Und zwar würde ich jetzt gern hier Strahlenfokus Sigma schnellere. Ach, da bräuchte ich Titan. Ungenügend Elemente zum Herstellen. Ach so, ja. Bergbaulaser wird verstärkt, um die Zerstörung des Terrans zu beschleunigen. Funktioniert schnellerer Bergbau Strahlprozesse bei Ressourcen.
Bergbaustrahlprozesse bei ressourcenreichen Materialien. Der Nutzer verfügt über schnellere Elementabbau aus Kristallen, Felsen und planetarer Vegetation. Okay. Funktioniert automatisch nach dem Bau Multivektion. Ja, okay. Hä. Ist jetzt die Frage. Welches der beiden stellen wir jetzt her? Ach, wir stellen jetzt einfach das her. Herr. Ja. So, Eisen haben wir auch sehr, sehr, sehr viel. Da können wir eigentlich gut stolz drauf sein, was wir auf Eisen haben. Warte mal, geh mal kurz ans Schiff und du mal dich übertragen. Okay, dann hat sich das nämlich gesteckt. Dann würde ich sagen, übertragen. Und die Eisen auch, weil im Schiff stecken die sich mehr. Ja. Im Schiff kannst du 500 stecken. In echt nur 250. So, bis auf die Dinger hier. Aber unser Schiff hat auch nur noch zwei frei. Rein theoretisch, was fehlt noch? Impulsantrieb, da müssen wir noch ein bisschen Tamium herkriegen, okay. Das würde ich jetzt einfach mal ausrangieren. Plutonium hebe ich mir mal auf, für mein Zeug zum Dingsen. Startschubdüsen auftanken? Die sind doch aufgetankt. Will ich den Impulsantrieb auftanken? So, wo gehen wir denn mal hin? Gehen wir mal hier. Was habe ich jetzt erreicht? Raumschiff reparieren. Ah! Ja, okay. Wir müssen schon noch ein bisschen aufladen. Und ich würde gerne ein bisschen Plutonium mitnehmen. Okay, V-Pass 1. Die Realität scheint sich zusammenzufalten. In einem Augenblick sehe ich Trümmer in einer riesigen roten Kugel, fast so groß und zu hell, um sie anzusehen. Sie kennt mich in- und auswendig, viel besser, als ich mich selbst jemals kennen könnte. Die Führung von Atlas annehmen. Okay. Jetzt? Gerade irgendwie richtig laut hier. Ich würde gerne mal hier hintergehen zu dem Fragezeichen. Oh. Nachladen. Du holst keine Hilfe. 31 Titan. Nice. Muss doch noch eine sein. Wächterrunde deaktiviert. Nö, keine mehr da. Nice. Wo ist das Ding hingerollt? Ach, alle beide hier runter. Meilenstein. Oh. Ey, hör auf zu rollen. Schläger. 5 Wächter zerstört. Nice. So, dich laden wir gleich mal nach. Neutrino-Modul. Naja. Schon wieder? Reisemeilenstein? Ah, Aufbruch. War Neutrino-Modul, schätze ich mal. Ja, Neutrino-Modul. Scan. Okay, hier ist.
Neue Technologie. Granaten-NCTD Sigma. Wir brauchen aber Tamium. Aufhören hier, die ständig hier nach rumzuballern. So. Willst du mich gerade scannen? Geht es mit dem Bergbau-Laser vielleicht besser? Naja, ich glaube. Nee. Neutrino-Modul. Okay, das geht mit dem Bergbau-Laser nicht so viel wirklich besser. Als mit dem Blitzwerfer. Wie viele Neutrino-Module haben wir denn jetzt? Ach, schon ein paar. 13.000 Units, ist das viel? Weiß ich nicht. So, das ist ein Silikat, da oben ist Zink, so wie es ausschaut. Das bist du. Tamium brauchen wir auf jeden Fall auch ein bisschen. Alter, schon wieder eine Wächterdrohne, was? War ich da schon? Du kannst gehen. Ja, ich will aber meine... Das habe ich schon. Ich will hier noch mal kurz ein bisschen bleiben. Das war hier die paar Fragezeichen. Ich habe noch keine Fragezeichen erkundet. Ui. Hinten ist ein Fragezeichen. Da ist auch noch ein Fragezeichen. Ankunft 2 Minuten, das ist aushaltbar. Das ist nicht viel, okay. Tamium. Eisenoxid. Was sind das? Wie scroll ich ran? Da will ich, glaube ich, auch mal hin. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir müssen ja nicht sofort hier weg. Da ist ein Loch. Hey, Hulu! Ich bin jetzt erstmal dahinter. Ja, hier auf die andere Seite des Berges. 2 Minuten, da sind wir ja gleich da. Ich muss mich jetzt kurz scannen. Da ist auch was. Hier. Das ist Plutonium, da haben wir schon. Tamium brauchen wir noch ein bisschen. Hier ist was, guck mal. Da will ich hin. Wir haben ja auch irgendwie noch gar nichts erkundet von dem Planeten. Atlas Plus. Ach komm schon, echt überall Atlas Pass. Gag-Amulett. Okay. Oh ja, ich habe das Scannen wieder vergessen. Oh, warte mal. Bist du was anderes? Ist nicht auch rot angezeigt? Ein anderes Tier. Guck mal. Spielst du heute noch was anderes? Sonst gehe ich wieder. Also ich wollte jetzt heute mal No Man's Sky spielen. Weil ich mich extrem auf das Spiel freue. Bereits entdeckt. Ich hab's nur, hab selbst jetzt noch gar nicht gespielt. So. Ein Monolith? Was bist du? Gold? Kann ich dich auch erkunden? Nein. Da wollten... Nein. Wollten wir denn jetzt hin? Hinter. Genau, dahinter wollten wir. Aber da war jetzt hier ein Monolith. Oh, da gehe ich hin. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich da hinkomme. Da will ich hin. Was bist du? Zink! Nehme ich mit. Analyse läuft. Mag's nur, wenn's gar nicht. Ja, dann... Tschüss, Hulu.
Mir macht das also bis jetzt macht es schon sehr Spaß, muss ich ehrlich sagen. Sie läuft. Das ist ein Monolith. Analyse läuft. Alter, was wir hier alles für kriegen. Analyse läuft. Hast du was anderes? Weiß ich nicht. Zu weit weg. Mene sieht. Ey! Ist nicht die dritte. Ist doch erst die zweite. Außerdem hat die sich selbst für hoch gelernt. Gagwort für hoch. Ist jetzt ein Monolith? Gibt's ja Haufen Wissenssteine. Du hast das Gagwort für Gag gelernt. Geil. Oh, bist du nicht wieder Tamium? Nee, Tamium, Erster. Mal Reisemeilenstein erreicht. Ich will auf jeden Fall mal dahinter noch. Fasler, 5 Worte gelernt. Naja, 5 Worte sind nicht viel. Heredium. Ja, die Überhitzung jetzt mal. Redium würde ich noch. Hey, Paul! Würde ich gern noch holen hier. Mir kommt es so vor, als ob die Startplaneten gern so ein bisschen wüst sind. Oder öfters halt absichtlich so ein bisschen wüst sind. Au! Ey, guck mal, was bist du? Hab ich dich schon? Nee, hab ich schon. Du bist Zink. Genau. Heridium. Zum Glück geht's endlich, ja? Was? Schon wieder? Dann schmeiß ich dich weg. Neutrinium-Modul da. Komm, tschüss. Braucht kein Mensch, außerdem kriegen wir so oft. Würde ich gerne noch ein bisschen mitnehmen. Einfach nur so, weil... Zu spät. Wieso zu spät? Ich habe eigentlich gleich am gleichen Tag noch neue Grafikkarte bestellt. Die neue Grafikkarte bestellt gehabt. Die ist halt erst, na klar, am Wochenende arbeiten die auch nicht. Ist ja irgendwie logisch. Was bist du? Kann ich dich scannen von hier aus? Ängstlich. Hey. Hey, du. Hey. Hey, du. Hey. Kohlenstoff. Bist du? Bist zu weit weg. Du bist Zink. Zack. Schande über dich. Warum Schande über mich? Bist du? Was? Warum stabilisiert er sich? Titan! Titan brauchen wir. Dok, 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 dok. Einmal durch hier. Da. Alter, hier lebt ja richtig viel. Mal kurz scannen. Zack. Hier. Nehme ich noch mit Platin. Oh, ich kann dir Angst haben, kleiner Mann. Ich tu dir nichts. Tamium. Aber wir kommen unserem Ziel da hinten nicht näher, hä? Was bist du? Ach, dich kenne ich schon. Ey, wir haben eigentlich schon... Oh, Wächterdrohne. Könnten wir ja auch wieder vom Himmel holen. Die halten ja nicht so viel aus, eigentlich. Wie habe ich das aktiviert hier? Ach so. Aha.
Okay. Also ich muss ehrlich sagen, mein neuer CPU hat echt nochmal fast die doppelte Leistung wie mein alter CPU. Und muss ehrlich sagen, der hat selbst hier zu kämpfen. Bin ich zu weit weg für eine Analyse? Ach, euch wollte ich analysieren. Kann ich euch nicht analysieren? Dich habe ich schon. Was bist du? Auch schon. Mittlerweile sehr viel hier analysiert. Tamium. Ich schalte mal um auf den Blitzwerfer. Falls die Wächterdrohne da ein bisschen aggressiv reagieren wird. Oh. Das war nicht der Plan. Einmal nachladen. 2 Minuten, aber da will ich hin. Da will ich hin und dann mal gucken. Was hast du für ein CPU? Weiß ich gerade nicht, aber jetzt hat 8x7,4. 8x7,4 habe ich jetzt dran. Titan. Das ist krass, dass es bei einem guten Dingsbums noch leckt. Ja, das finde ich auch irgendwie schade. Ich habe 87% CPU-Auslastung. Was denn das jetzt? 4,7, nicht 7,4. Fortschritt und endlich Lebensform entdeckt. Außenposten. Cool. Kann ich hier nicht speichern? Gegenstand interagieren. Da will ich hin. Da will ich hin, Jungs. Da will ich hin. Die will ich kennenlernen. Die will ich kennenlernen. Dann brauchst du noch einen besseren CPU. ist jetzt einer der besten, mit denen ich für AMD auf die AMD 3 Plus gefunden habe. Ich habe ja AMD 3 Plus Mainboard. Ja, zuvor hatte ich ein AMD 3 Mainboard. 6 Minuten. Ich würde gerne in die Höhle da oben gehen. Nein, ein besseres Motherboard. Ich habe ein besseres Motherboard. Ich habe ein neues Motherboard, habe ich mir geholt. Neuen CPU habe ich mir geholt. Eine neue Grafikkarte habe ich mir geholt. Ich will ja schnell mal die Höhle, um meinen Wärmeschutz zu stabilisieren. Und dann würde ich gern dahin und noch dahinter. Um meinen Wärmeschutz mal kurz zu stabilisieren. So. Und dann würde ich auch mal kurz hier... Wir haben ja ein bisschen hier mit Plutonium würde ich gern aufladen. Plutonium, nicht Tamium. Da haben wir nicht sehr viel. Noch ein besseres Mal. Nein. Das ist schon gut. Meine alten PC-Teile schenken? Vergiss es. Alter, wir sind halt einfach voll. Raumschiff, ich werde natürlich nichts. Wir laden mal alles ein bisschen auf mit Plutonium. Und hier, guck mal. Alter, haben wir viel. Das ist jetzt die Kreatur. Yes, we scan. 1, 2, 3. Nee, mach mir Scheiß auf Dodo-Kopf. Holzzehen unter die Erde. Das ist jetzt Yes, we scan. 1, 2, 3. Schaut ihm auch sehr ähnlich. Und das wird die Kreatur. Ich will das Reh sein.
Und das wird die Kreatur Paulion 10. Ja, das ist Paulion 10. Ja, das ist eine Pflanze. Wupp. Stein. Hier, Stein. 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 Wer will denn das sein? Das wird... Watze. Das wird Watze. Das ist Watze ab sofort. Ah, much better. Stop spamming caps. Das ist Watze. Wie komme ich denn auf die zweite Seite? Ach, hier. Guck mal. Die normalen Sachen laden wir mal hoch. Die Steine und all sowas ganz normal, ohne dass wir da umbenennen. Ich sehe besser aus als du, Scan. So, und was ist das zweite? Oh, scheiße, jetzt habe ich einfach hochgeladen. Egal. So, dieser Planet nennen wir... den Kroxling. Das ist der Kroxling. Ist der Kroxling. Und das ganze gesamte System nennen wir den Kroxodus. Das ist der Kroxodus. Yeah, Alter. 22.300 Units? Für ein bisschen erkunden? Okay, wir haben auf jeden Fall noch einige Wegpunkte, die wir machen können. Das ist eine Reise. Ah. Reisemeilensteine. So, ich würde gerne wieder auf den Bergbaustrahl gehen. Und ich will dahinter. Auch wenn wir da ein bisschen weiter laufen müssen, will ich dahinter. Ich weiß, wir könnten vielleicht schon starten und dorthin fliegen. Was war denn das jetzt? Achso. Jetzt holen wir uns erstmal den Punkt hier. Bist du was anderes? Kohlenstoffisotop? Du bist doch nur ein einzelnes Blatt. Analyse läuft, das haben wir noch nicht. Eine Minute. Okay, das ist hinterm Berg. Es so gut ist, da hochzufliegen, weiß ich gar nicht. Oh Gott! Jetpack aufgebraucht. Wo ist denn unser Raumschiff hin? Ankunftszeit eine Minute. Ankunftszeit eine Minute. Wir gehen in die Richtung. Was sind die ganzen Geräusche eigentlich da? Ständig. Die machen mir irgendwie Angst. Die andere Frage, wie kommen wir... Oh, guck mal, die Pflanze kenne ich noch nicht. Da will ich auf jeden Fall hin. Und dann hier hinten. Ankunftszeit 5 Minuten. Ach ne, die kenne ich auch schon. Rein theoretisch. Mal durchchecken. Ach, Alter, das sind die Raumschiffe, Mann. 8 Zeichen könnt ihr maximal machen, dann reagiert der Nightbot. Nur mal zur Info. Ach, das war's Weibchen. Der. Was? Stabilisiert sich? Wo? Und zwar ist hier was. Da beeilen wir uns mal hin. No-Zone-Kreuzung. Da oben ist auch was. Ich würde sagen, wir checken wirklich mal den Planeten durch, bevor wir jetzt hier irgendwie sagen, wir hauen den Planeten da weg. Reisemeilenstein erreicht. Cool. Gehfähig, was bist du? Oh ja, nice. Anzug-Upgrade. Genau das, was wir brauchen. Bam.
Annehmen, natürlich annehmen. Nice. Anzug-Upgrade. Was ist da drin? Es ist geplündert worden schon. Und einmal speichern. 5 Minuten noch bis dorthin. Alter, alter, alter. Frachtabwurf. Geek-Amulett. Also ich würde sagen, wir flitzen jetzt mal, wir beeilen uns mal darüber, in die Richtung zu kommen. Na, die nehmen natürlich noch Zeug mit. Was wir finden. Platin hier. 4 Minuten. Alter, 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 alter. Wo ist unser Raumschiff mittlerweile weg? Ist schon 5 Minuten. Ach komm, wir gehen wieder zurück zum Raumschiff. Schauen aber, dass wir hier noch ein bisschen was nebenbei finden. Wir gehen wieder zurück zum Raumschiff. Oh, guck mal, das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Das kenne ich aber auch noch nicht. Okay. Ach, du bist das Weibchen. Muss ich noch näher ran? Wärmeschutz stabilisiert sich. Muss noch näher ran. Analyse läuft. Okay. Fehlst noch du? Aber die flüchten ziemlich schnell. Ich tu dir nix. Ich tu dir nix. Will ich nur analysieren. Hä? Jetzt. Hab ich dich auch mitbekommen? Nice, wir haben noch mal was. So, ich würde sagen, wir bewegen uns Richtung Raumschiff. Ich tu dir nix. Weil hier ist mir eindeutig zu viel Verkehr. So, Signal. Waren wir ja gerade. Wir müssen mal gucken, dass wir auch den Wärmeschutz wieder stabilisieren können. Irgendwo, demnächst. Aber da war ja eh eine Höhle. Irgendwo. Aber werden wir bestimmt eine Höhle finden, noch auf dem Weg hin. Hallo? Lebenserhaltungssystemenergie niedrig. Naja, niedrig ist es noch nicht. Oder niedrig verstehe ich was anderes. Ich sehe gerade keine Höhle, wo ich mir. Oh, Gold. Egal. Keine Höhle, wo wir das mal kurz fixen könnten. Ich kann nicht, weil es Eisenoxid in der Nähe ist. Wo wir mal kurz unseren Wärmeschutz wieder hochpushen könnten. Wir rennen einfach mal. Ein Stück. Ich halt einfach immer Schiff gedrückt, dabei braucht es das gar nicht. Platin. Nehme ich auch mit. Das Schiff wäre jetzt in die Richtung. Nein, doch in die Richtung ist das Schiff. Ja, dann müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie um den Berg rumkommen. Ach, guck mal, da wäre das. Bist du? Eisen. Eher unwichtig. Wärmeschutz stabilisiert sich. Ja, stabilisiert tut sich da nichts. Unser Schiff ist in die Richtung. War nicht hier irgendwo eine Höhle in der Nähe? Da war doch irgendwo eine Höhle. Finde ich schlecht für den Wärmeschutzgrad. Aber das Ding holen wir mal hier. Unterschlupf. Unterschlupf? Überbrückungschip nötig. Frachterwurf. Ach, das ist Geek-Amulett. Dann tun wir dich mal kurz aufladen.
getan. Machen wir es mal so. Dann ist der Wärmeschutz mal egal. Unterschlupf. 2 Minuten. Ja, ey, komm. Können wir da hochrennen? Alter. Hierhin würde ich. Jetzt habe ich natürlich eine Höhle gefunden. Dahin laufen wir nochmal. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen, erkunden. Auf jeden Fall. Das Raumschiff ist da unten. Das ist, naja, noch okay. Und den Unterschlupf da. Tamium brauchen wir auch noch ein bisschen. Enikum hat mich eingeladen, Counter-Strike zu spielen. Einmal habe ich doch Counter-Strike gar nicht. Aus der anderen Seite mag ich Counter-Strike nicht. So, da hinten das Fragezeichen holen wir uns noch und dann gehen wir zurück zum Schiff. Dann gehen wir zurück zum Schiff und verlassen diesen Planeten. Alter, die Schiffe! Das war ja richtig nervig. So, hier. 39 Sekunden, was ist das? Ach, das war... Ach, das ist der Unterschlupf hier. Der Außenposten. Jetzt wird es eh Nacht, jetzt wird sich's eh ziemlich stabilisieren. Ah, guck mal, hier hinten ist das. Pehuka-Wüste. Oder Pehuak-Wüste. Da wäre wieder eine Höhle. Was ich mal gucken will. Ne, das ist nur... Alter, geil. Wieder? Nice. Achterpuff ist nix. Zack. Einmal speichern. Einmal speichern. Zack. Und hier, wenn ich mich nicht täusche, müsste wieder was für... Ja, natürlich. Für Anzug-Upgrade. Bam. Jetzt haben wir schon 14 Plätze. 10.000 Unit. Okay. Ist ja okay. Haben wir. Wir haben 23.000 Unit. Könnte ich nochmal? Nein. So ein scheiß Wächterbot. So, was ist da? Wie lange brauchen wir dahin? 2 Minuten. Dann brauchen wir uns unserem Schiff. 1:48. Eigentlich läuft es gerade echt geil. Komm, wir laufen die 2 Minuten noch dahin. Das kriegen wir. So. Wisst ihr, was wir mal schnell machen, bevor wir dahin laufen? Wir haben hier noch einiges. So, wie wollen wir denn die Kreatur nennen? Wen gibt's denn noch? Warte mal. Umbenennen. Das ist die Naschtasche. Das ist die Naschtasche, ist das? Und natürlich passend dazu. Wo ich gerade sage, Naschtasche, schreibt mir Hunger. Los, renn, Crocs, renn. So, und das ist dann die weibliche Form der Naschtasche, ist dann die Nutty. So. Richtig. Die Pflanzen lade ich einfach so hoch. So. Das war der Watze. Okay, das war Watze. Dann machen wir hier Watzenlord draus. Watzenlord. Ich kenne ja meine Zuschauerchen. Und das haben wir vorhin Yes We Scan genannt. Dann, warte mal, Scan war Danny. Ist das jetzt der Danny? Bam. So. Geh auf die nächste Seite. Crox, du bist so ein Idiot. Weh. Das schreibt er jetzt, ist schon zu spät. Okay, viel ist nicht mehr eigentlich unentdeckt. So, da. Und der Follow ist raus. See you later. So, hochladen und so. Kriegen ja ein bisschen was dafür. Wenn wir wenn wir das Zeug hier machen. So. Jetzt ist nachts. Ich würde gerne auch hier hingehen und von dort aus dann zurück zum Schiff.
Oder hier zu den Unterschlupfer, den sehe ich von da aus. Wie Scan hat heute ein Timeout und nach dem anderen vom Nightbot kassiert. Nein, ich mache den Nightbot nicht raus. Oh, du bist neu. Du bist neu, aber du bist so eine, die peitscht, gell? Achso, warte mal. Und du bist eine... Schutz. Nee, ich gehe da mal außen rum. Jetzt hat er die volle Zeit abgekriegt. 600. Heilige Kuh. Dich kennen wir schon, gell? Ja, dich kennen wir schon. Da unten ist was, was wir noch nicht kennen. Ja, was ist da? Alter, ein Riesenviech. Alter, ein Riesenviech. Der Nightbot macht seine Sache. Es ist Scan nur nicht gewöhnt. Noch ein bisschen näher ran. Ist nicht aggressiv, oder? Ja, scan doch mal. Mensch, scan doch mal. Oh, jetzt hätte man fast gehabt. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Alter, der will den halt auch nicht scannen. Typ Ortogal, unterwürfig. 225 Kilo, das ist ja gar nicht mal so schwer. Was ist hier? Frachterwurf neutral. Nichts gefunden. Geek-Amulett, Alter. Die Geeks-Amulett haben wir noch. Und hier, zack. Nächstes. Oriat-Ebenen. Was bist du? Terminal des Galaktischen Marktes. Nice. Gegenstand aus deinem Inventar verkaufen. Und zwar die Geek-Amulette. Titan, will ich hier eigentlich gar nicht verkaufen. Brauchen wir nämlich. Plutonium. Tartin, Heridium. Brauchen wir eigentlich alles sehr stark. Tarnium ist gerade das, was uns fehlt. Wir haben noch nicht so viel, dass wir sagen können, wir können gerade so viel verkaufen. Weißt du was, Titan? Denn... Komme ich da wieder raus? Was kaufst du? Karitplatte? Okay, ja, okay. Nicht so, was ich gerade brauche. Achso. Nein. Mikrofas-Suspension. Plutonium, Eisen. 10 Kohlenstoff. Energiespeicher? Nein. Omegon. Hab ich eigentlich auch nichts, was ich brauche. Aber wir gehen mal kurz, da wir jetzt keinen Titan mehr haben. Oh, nachladen. Zack. Trümmer. Neue Technologie. Granatenantrieb. Okay. So, wo ist noch eine Wächterdrohne? Weg. Was haben wir hier? Zack. Neue Technologie. Blitzwerfermagazin Tau. Nickel. Mal kurz scannen. Meilenstein. Was haben wir denn jetzt schon wieder für einen Meilenstein? 54.000 verdient. Geschäft, okay.
Ich wollte jetzt von hier aus zu dem Unterschlupf, genau. 2 Minuten. Ist okay. Oh, komm mal. Kenn ich dich? Du bist Danny. Ach so, okay, du bist Danny. Zink, nehmen wir. Tamium wieder. Da ist sogar ein Abwurf. Dein Gefahrenschutz nimmt zu, das ist geil. Du bist Heridium. Oh, hier eigentlich nicht so. Atlas. Isotop. Plutonium. Plutonium. Atlas Pass V1. Ja, war klar. Brauchen wir den. Reisemeilenstein ist ja okay. Bummler. Ich würde aber gern. Kennen wir schon. Der hat eigentlich Hilfe gerufen noch, aber da hat anscheinend. Alter, schon wieder mein Schaden. Wie lange ist der getimeoutet? 10 Minuten. Quellgeist. 10 Minuten. Ist die Nightbot-Einstellung. Und wie gesagt, der Nightbot bleibt einfach drin, wenn kein Moderator da ist. Der wird auch so drin bleiben. Wollte ich schon sagen, du bist Zink. Zack, Zink. Oh, ein Wissenssteine. Oh, da sind gleich 2 Wissenssteine. Geekwort für Gebrüter. Für zerstören. Oh. Was? Unterschlupf. Ich würde gerne mal den Unterschlupf hier angucken. Und vom Unterschlupf gehen wir dann aus zu unserem Schiff wieder. Hier und bei dem Unterschlupf machen wir dann auch eine kleine Pause. Eine klitzekleine Pause machen wir dann. Komm, renn. Renn. Niedrig. So, ich gehe mal vom Blitzwerfer auf den Bergbaustrahl. Wie schaut es dann aus? Plutonium haben wir sogar ziehen. Im Schiff 500 hätten wir sogar da. Eisen auch, Iridium. Und wie schaut's hier aus bei uns? Ich würde sagen, wir füllen das Zeug mal alles mit Plutonium auf. Da wir doch sehr viel Plutonium haben eigentlich. So. Schadenfreude. Nee, er bleibt einfach an der Nightbot und das. Da werde ich auch nicht mit mir diskutieren lassen. So. Erkundet, also ich sag mal, wir haben jetzt eigentlich fast alles abgescannt. Ibrigtal mit einem Unterschlupf drin. Nice. Was bist du? Beschädigte Maschinerie. Neue Technologie. Fortgeschrittene Tüdung K. Und die Abklingzeit der Photonenkanone werden erheblich reduziert. Werde ich aber alles mir noch nicht leisten können. Verrückungschip nötig. Hörst du auf, hier mich zu scannen? So, niemand scannt mich ohne meine Erlaubnis. Blitzwerfermagazin Tau. Fehlt halt Nickel. So, wir laden mal nach. Komm, stört. Hallo, Wächterdrohne? Warum juckt dich das gar nicht, dass ich gerade deinen Kollegen weggeschossen habe?
Blitzwerfer-Magazin, Tau. Alter, es geht fei... ganz schön schnell hier. Was? Ne, da ist kein Eingang. Hier ist der Eingang, aber ich würde erst gerne mal hier looten. Es geht fei schon schnell. Geek-Amulett, naja, okay. Gehen wir mal das Ibrig-Teil speichern. Nice. Wir gucken mal da rein, was es hier denn gibt. Nicht so viel, ha? Nicht, gar nichts. Oh, ein bisschen Kohlenstoff, das gibt uns nur den Platz. Vermüllen. Neutrino-Modul. Weg. Weg. Geek. Das Geek-Ding war ja mal so. War eigentlich ganz gut. Genau. Wir bleiben hier drin stehen. Und machen jetzt eine kleine Pause, nachdem wir... Ja doch, wir machen eine Pause. Und dann laden wir nochmal alles hoch. Okay. Bis, gleich.